aus Notruf. War selbstständig und sicher. Jetzt neu auch unterwegs. Elektromobilität für Deutschland. Sichern Sie sich jetzt 7.500 Euro Elektrobonus beim Kauf eines neuen Plug-in-Hybrid. Kommen Sie vorbei und lernen Sie unsere Zielflächen auch als Plug-in-Hybrid kennen. Jetzt schon ab 26.100 Euro. Also schnell zu den und 7.500 Euro Elektrobonus sichern. Bei allen Teilnehmern oder Partnern. Testen Sie den Luftwiderstandsnotruf. 4 Euro kostenlos. Rufen Sie an. Selbstständig und sicher. Jetzt nur im Auto unterwegs. Seit der Naturzeitdeckung. Gleich sind Sie hier. In der wilden Partnachklang. Einem der schönsten Naturdenkmäler Bayerns. Mehr auf partnachklang.de. Schmerzen im Daumen und beim Greifen. Testen Sie kostenlos die Linsarthrose Extensions Orthese von Samberger. Endlich schmerzfrei. Samberger24.de. Das Wetter für München und die ganze Region. Noch angenehm warm ist es, 22 Grad messen wir aktuell am Leimerplatz. 21 Grad sind es bei Ihnen im Markt Schwaben und genauso in Strasslach im Landkreis München. Morgen bekommen wir dann einen Sonnenwolkenmix, nur gelegentlich regnet es und das bei Maxi-Werten von bis zu 24 Grad. Und am Dienstag wird es dann richtig sommerlich warm und bekommen viel Sonne und bis zu 26 Grad. Das Wetter mit der bayerischen Staatsbrauerei Weinstefan, der ältesten Brauerei der Welt. www.weinstefaner.de. Von Informationen zur vollen Stunde. Aber wenn er noch verschwindet. Es ist 17 Uhr. Ich bin Christian Weiß. Die Ausschreitungen in Stuttgart hatten offenbar keinen politischen Hintergrund. Davon ist der Stuttgarter Polizeiepräsident Lutz aus. Oberbürgermeister Kuhn spekulierte über Alkohol und Geltungssucht, um Videos in den sozialen Medien aufzutauchen als Gründe. Auslöser der Kamelle war eine Drogenkontrolle bei einem 17-Jährigen. Eine für die Bilanz der Sprengungsjagd, 19 verletzte Polizisten, 24 Festnahmen und 40 beschädigte Geschäfte. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof nimmt NRW-Ministerpräsident Laschet Unternehmer Clemens Tönnies in die Pflicht. Man erwarte neue Regeln und Bedingungen von der Firma. Bei Tönnies im Kreis Gütersloh haben sich bislang über 1.300 Mitarbeiter mit Corona angesteckt. Der Autobauer VW will in den kommenden Jahren im Stammwerk Hannover 5.000 Stellen streichen. Betroffen sei die Sparte Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Die Fertigung soll teilweise nach Polen verlagert werden, sagt der Nutzfahrzeugchef Sebran der Automobilbund. Kündigungen seien aber ausgeschlossen, so ein Sprecher. Waren die 6 Schüsse der Polizei auf einen 19-jährigen Ladendieb in Augsburg gerechtfertigt? Die Staatsanwaltschaft sagt, ja, sie stufte die Schüsse als Notwehr ein. Der junge Mann soll am Freitagabend mit einem Messer bewaffnet in einen Supermarkt eingebrochen sein und ein Feuer gelegt haben. 3 Schüsse trafen ihn, er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. In Spanien ist um Mitternacht der Corona-Notstand zu Ende gegangen. Die 47 Millionen Bürger des Landes durften sich erstmals seit Mitte März wieder im ganzen Land frei bewegen. In der Hauptstadt Madrid machten sich viele schon am frühen Morgen auf in den Badeurlaub. Züge und Flugzeuge waren voll. Radio Arabella, der zuverlässige Verkehrsservice für München und die ganze Region. Um 17.02 Uhr mit einer Meldung von der A95 München, Garmisch-Partenkirchen, und da blutet jetzt mein Tierherz zwischen Kreuzhof und Fürstenried in beiden Richtungen. Hier ist eine Entenfamilie auf der Fahrbahn, hier bitte besonders vorsichtig sein. Und dann noch eine Meldung von der U-Bahn, betrifft die Linien U4 und U5. Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es hier auf diesen Linien zu Verspätungen und Ausfällen. Gute Fahrt mit der Automark, Ihr BMW und Mini-Partner in Leim und Toderen.